Hi, ladies and gentlemen. My name is Aline, and I'm a plus-size blogger. And several months ago, I had my first boudoir shooting. And this means I was slightly dressed. And it was really amazing. And after this shooting, I told friends and colleagues and family about my shooting, and this was so amazing. And then I searched in the World Wide Web, is there any erotic plus-size magazine in the world? No, it is. It isn't. Sorry. But I want to launch a premium online plus-size erotic magazine, and it is called Gentlemen Prefer Curves, GPC. So the plus size business is growing. Ashley Graham, the first plus size model for Sports Illustrated. Tess Holliday, the first plus size model, getting contract at Milk Model Management. And last week, Lane Bryant launches his I'm No Angels campaign. So there's a big market, but there's no premium online erotic plus-size magazine. So here we go. Gentlemen Prefer Curves. Our main target group, men between 25 and 55. Okay, that's easy. But our second target group, and this is USP, plus-size women who can identify with plus-size models. So, according to Brand Ein Statistica, 30% of the internet traffic is generated by erotic content. Wow. 45 million people visit erotic websites worldwide every month. 30 of them are women. So, here's our timeline business model. This weekend we started this project on Friday. And we want to start and get awareness and traffic on our website with social media, Facebook, Instagram, Pinterest, and of course on my blog. Cooperation with Amorelli, luxury brands like Moët & Chandon, Rolex, etc. Fashion brands like Navabi is a plus-size retailer. And our revenue model includes banner and advertorials. And in the future, we want to launch a print magazine and make a plus-size model contest. And, of course, we want to include plus-size dating in our website to get people connected who are interested in plus-size. So this is our GPC, Gentlemen Prefer Curves. And this is the team behind. Thank you. Come on stage. You are the team. Thank you very much. Okay. Yeah, I'm on time, but I just want to say I'm happy to get my voice back because it was away yesterday. But not of drinking Immelmann, I want to say, because I have an Stimmband infection. I don't know why. So, yeah. We are fine, finished. Thank you. Eine Frage? Mikrofon. Erst Mikrofon. Also ich bin ja an sowas prinzipiell echt interessiert. Die Frage ist wirklich, wie kriegt ihr die, ist Deutsch okay? Entschuldigung. Ja, wie kriegt ihr die Luxury Brands dazu, da einzusteigen? Also die komplette Adoption dessen, dass ihr was anderes macht und dann müssen die alle mitmachen. Wie wird das laufen? Ja, zunächst einmal geht es darum natürlich, dass wir eine gewisse Bekanntheit erlangen, Reichweite generieren und wie meine Kollegin schon gesagt hat, sind wir das erste Magazin nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, welches Plus-Size
erotiklastig ist. Somit sind wir ohnehin schon interessant. Und wenn wir ein gewisses Branding aufgebaut haben, dafür brauchen wir natürlich Startkapital von 250.000 Euro, um Reichweite zu generieren, um Branding zu betreiben. Und dann gehen wir eben an diese Luxury Products und Brands heran und denke, dass wir dann eben interessant genug sind, eben sodass diese Unternehmen Werbung, Advertorials oder sonstiges bei uns auf der Seite schalten. Ich wollte euch nun... Oh, boah. Sorry. In der Entfernung geht's besser. Aber ich wollte euch nur einen ganz heißen Tipp geben. Ne? Also ihr müsst die Altersgruppe noch oben erweitern. Ansonsten... Ansonsten bin ich stinkesauer und packe hier nur unter der schlechtesten Note was runter, weil sonst bin ich ja mit 66 komplett draußen. Und aus Erfahrung kann ich sagen, mit 55 fällt er nicht ab, da bleibt das Interesse immer noch hängen. Okay, okay, Deal. Und noch ein Grund, weshalb ihr das erweitert müsst. Nee, die Rente geht immer weiter runter. Und wenn wir mit 45 demnächst in Rente gehen, dann haben die erst richtig Zeit für eure Plattform. Okay, danke für den Tipp. Haben wir sonst noch Fragen? Ja? Ihr habt die Bekanntheit und Reichweite erwähnt und ihr wollt ja auch ganz klar so in den Luxusbereich. Das heißt, da sind ja auch hochwertige Fotos, die da benötigt werden etc. Nur um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viele Kunden, also wie viele, die regelmäßig auf eurer Webseite seid, wie viel bräuchtet ihr? Also mit ca. 250.000 Euro Startkapital können wir sowohl über Kooperation als auch über Einsatz von Online-Marketing, sprich Social Media, aber auch die Schaltung von Bannerwerbung auf anderen themenrelevanten Seiten an die 20 bis 25 Millionen Kontakte generieren, Einblendungen generieren. Und bei einer marktüblichen Click-Through-Rate von, sagen wir mal, 2% haben wir ungefähr unsere 500.000, 600.000 Besucher auf der Seite. Dankeschön.